Hallihallo, liebe Fans, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielfeld, das TSG-TV-Magazin. Wir blicken heute wieder hinter die Kulissen und sind in der Akademie unterwegs. Und wie passend, es ist gerade Mittagszeit. Da wollen wir die Jungs doch mal beim Essen begleiten. Hier vorne, Benny und Fabi, was gibt's denn heute bei euch? Reis und Fleisch. Sorry. Reis und Fleisch, das sieht ja sehr gesund aus. Ja. Wird dann auch mal genascht? Ja, ab und zu. Heimlich. Also ganz so zugeben wollt ihr es nicht, dann schauen wir mal nachher, vielleicht finden wir ja noch eure Süßigkeiten-Verstecke. Hier jedenfalls nur Bananen und nichts Süßes zu sehen. Also wir essen noch ein bisschen und vorher verrate ich euch aber noch, was wir sonst noch im Programm haben. Guten Appetit! Dankeschön. Passend zum Thema Jugend zeigen wir euch die aktuellen Folge der U19 in der Youth League. Außerdem exklusiv, wir haben Julian Nagelsmann verkabelt, als er an der Videowall seinen Jungs die Taktik erklärt. Und noch was ganz Persönliches, intim mit Adam Soller. Wir wollen natürlich auch erfahren, wie läuft das hier eigentlich alles ab in der Akademie? Und deshalb ist Dirk Mack jetzt bei uns. Er ist Direktor Nachwuchs. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wir wissen aus vorherigen Magazinen, dass die Akademiearbeit der TSG Maßstäbe setzt. Was würden Sie an Ihrer Arbeit hier besonders hervorheben? Zum einen geht es natürlich um die Spielerentwicklung, die Durchlässigkeit in den Profibereich, wo wir, glaube ich, in den letzten Jahren enorm gute Quote hatten. Zum anderen haben wir natürlich noch einen anderen Schwerpunkt. Neben der Spielerentwicklung ist die Trainerentwicklung für uns natürlich ein ganz entscheidender Punkt, da wir eben glauben, dass gute Trainer auch gute Spieler entwickeln. Was sagen Sie denn eigentlich zum neuen Mann, zu Alfred Schröder? Ich denke, das ist eine tolle Lösung und ich glaube, er lebt TSG, hat die DNA der TSG, hat Erfahrung hier, kennt den Verein und von daher glaube ich, ist das eine gute Lösung. Und Julian Nagelsmann, der den Verein dann verlässt, wie hat der diese DNA, die Sie gerade angesprochen haben, geprägt? Sehr. Er war lange genug hier, hat, denke ich, verschiedene Altersbereiche in der Akademie trainiert und war natürlich ja, der prädestinierte TSG-Trainer, weil er eben auch aus dem eigenen Stall sozusagen entwachsen ist. Von daher ideal. Und er ist sehr jung, dynamisch und auch ganz offen, Herr Mack, und hat uns mal ganz nah rangelassen an seine Taktikbesprechung an der Videowall. Da haben wir ihm mal ein Mikrofon angeheftet und was dann da so passiert, das zeigen wir euch jetzt. TSG Backstage. Spielfeld öffnet die Türen zu einer Taktikeinheit von Julian Nagelsmann. Hier dringt normalerweise kein Ton nach außen. Und andere nicht mehr hinkommen. Und dann haben wir die Option über die Ballferne Seite, da können wir hinkommen. Oder von hier dann noch einen tiefen Laufweg starten, dann wird es noch größer. Nur wenn wir hier entgegenkommen als außenstürmenden Raum, wird es brutal eng. Und da können sie pressen und das wollen sie auch. Die Theorie für Samstag. Julian Nagelsmann erklärt es gerne dort, wo es wichtig ist, auf dem Platz. Das Komplexe ist, dass man den Transfer von der Taktiktafel in seinem gewissen Raum dann aufs Feld hinkriegt. Das ist unglaublich kompliziert und nicht ganz einfach für den Kopf. Und es können manche Spieler, die ein bildliches Gedächtnis haben, super gut. Andere, die eher akustische Typen sind und weniger visuell, die haben große Probleme damit, den Transfer herzustellen. Und das große Gut einer so einen großen Videowall ist, dass die Spieler in ihrer Position bleiben können und in ihrer Position sehen, was der Trainer gerne möchte und dann in ihrer Position das Thema auch weiterspielen oder die Situation weiterspielen können. Die Fachwelt rühmt den TSG-Trainer für seine situativen Stärken. Oft hat Nagelsmann zum richtigen Zeitpunkt die neue Strategie parat. Wie viel von des Trainers Theorie kommt dann auch wirklich am Samstag an? Ich bin kein großer Freund davon, extrem viele Spielzüge einzustudieren, weil das sehr komplex ist. Im Fußball, das ist im Football sehr, sehr gut, aber da haben die auch 150 Stück, die alle auswendig gelernt werden und nicht nur 7, 8, wie es manchmal im Fußball gemacht wird. Von dem her, in der Spieleröffnung haben wir viele solche Muster, die wir versuchen, je nachdem wie der Gegner uns attackiert, auch umzusetzen und die zeigen wir auf der Videowall und die Spieler können es dann 1:1 einfach so nachspielen, wie es da eingeblendet wird. Meist an den spielnahen Trainingstagen mit Blick auf den kommenden Gegner kommt sie zum Einsatz. Die große Videowall auf dem Trainingsplatz in Zutzenhausen. So, Halbverteidiger am Ball. Stopp, erste Sache, die beiden Sechser viel zu hoch. Ihr müsst immer im Sichtfeld von der 10 sein, sonst verteidigt ihr euch nicht. Sechser zu hoch plus genau die Ebene, die Sechser zu hoch sind, sind wir auch hier zu hoch. André muss auf diese Position, Dennis auf diese Position. Ja, Flo auf diese Position und der Kerem auf diese Position. Alle eins tiefer.
Julian und sein Team stehen gerade an dieser Stelle für die Gesamtphilosophie. TSG ist Bewegung. Ich bin ein großer Verfechter davon, Dinge zu übernehmen, die es mir erlauben, die Spieler besser zu machen. Und das ist das große Gut hier, dass ich Leute habe, die eine Vorauswahl treffen und verschiedene Dinge auch testen. Und es geht nicht nur darum, dass wir als DNA Innovation haben und uns überall teuer verkaufen können, dass wir innovativ denken, sondern es geht darum, dass wir die Innovationen so auswählen, dass sie am Ende des Tages uns einen Mehrwert bringen für die Profimannschaft. Der Jubel steht am Ende, bestenfalls die graue Theorie davor. Dann können wir, lass mal laufen bitte, wenn wir über den Flügel spielen. So, stopp, jetzt sieht man genau, was passiert. Außenstürmer geht auf den Benny, also Nadim geht auf Benny, der Josh geht auf Nico. Und jetzt müssen wir hier stehen, ja, nur die Position halten, diesen Laufweg starten und dann wird diese Fläche riesengroß. Und da kann Nico entscheiden, entweder selber reindribbeln oder reinpassen. An der Videowall werden die Spiele nicht gewonnen. Die Innovation ergänzt die Emotionen. Trainer sein hat immer was mit Menschen zu tun und mit Menschen zu tun haben hat immer was mit Gefühl zu tun. Und man sollte schon am Ende des Tages immer noch mal mehr auf sein Gefühl hören und nicht nur auf statistisch erhobene Werte. Sonst verlierst du auch ein bisschen diesen Beziehungsaspekt, der wichtig ist beim Umgang mit 25, 26 Spielern, die alle ein Ziel haben. Und von dem her bin ich schon einer, der immer noch viel auf seinen Bauch hört. Und am Ende stehen meist die ganz großen Gefühle. Also das sind doch wirklich mal ganz exklusive Einblicke und die Profis, die können sich natürlich nur noch auf Fußball konzentrieren, aber bei den Jungs hier sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da spielt ja auch die schulische Förderung noch eine große Rolle, also Bildungsabschluss ist wichtig. Wie genau vereint die Akademie das? Gut, wir haben natürlich schon den Anspruch an unsere Jungs, dass sie sich nicht nur auf Fußball konzentrieren, sondern auch eine gute Schulausbildung mit einem dementsprechenden Abschluss hinbekommen. Und wir arbeiten hier natürlich sehr eng mit Anpfiff ins Leben zusammen, einem Verein, der uns die schulische Ausbildung unterstützt, maßgeblich steuert im Hause und auch in Verbindung mit den Schulen. Wir haben hier 4 hauptamtliche Mitarbeiter, die eben die schulischen Dinge koordinieren. Wir haben über 20 Lehrer, die nachmittags mit den Jungs hier lernen. Und ich glaube, das sind schon ideale Voraussetzungen, um auch einen guten Schulabschluss hinzubekommen. Und es geht ja auch um die Bildung der Persönlichkeit. Also die Jungs sind ja teilweise auch in ihrer Pubertät hier. Das ist ja eigentlich auch so eine ganz sensible Phase. Und ich habe auf der Homepage was Interessantes gelesen. Da hieß es nämlich, sie sollen sich quasi als echte Typen mit einer Portion Frechheit zurechtfinden. Wie genau sieht das dann aus? Frechheit wird natürlich im Spiel immer wieder gefordert. Da wollen wir keine einheitlichen Spieler, sondern Spieler, die das Besondere ausmachen. Das zeigt sich natürlich auch immer wieder im wahren Leben, diese Besonderheiten. Und dort ist natürlich nicht immer in unserem Sinne, aber da haben wir, denke ich, die richtigen Leute, ob das jetzt die Pädagogen sind oder auch unsere Medienabteilung, die auch, was die Spielerentwicklung angeht, hier immer wieder Dinge mit den Jungs vorantreiben, um eben eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung zu forcieren. Ein Zeugnis für die gute Jugendarbeit ist ja auch die U19, die sorgt gerade in der Youth League für Furore, hat sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Wie begeistert sind Sie da? Sehr. Also das ist natürlich für uns eine ganz besondere Maßnahme, diese Youth League, zum ersten Mal dabei. Wir haben uns dann im Vorfeld natürlich schon Gedanken gemacht, wie kann sowas laufen. Aber dass es dann so gut lief oder so erfolgreich lief, das war nicht unbedingt für alle zu erwarten. Und jetzt sind wir natürlich besonders stolz. Und wollen natürlich jetzt den letzten Schritt vor dem Final Four dann auch noch gehen. Und das alles natürlich auch dank des von Ihnen so gut ausgebildeten Trainers Marcel Rapp. Hier kommen ein paar Bilder des Spiels gegen Dynamo Kiew und das war wirklich nichts für schwache Nerven. Im Trainingsalltag von Marcel Rapp wirkt er nach, der historische Akademie-Moment. Ilay Elmkis öffnet gegen Dynamo Kiew das Tor zum Viertelfinale der Youth League. Alle Jungs geben Gas, haben vollen Einsatz, versuchen sich zu entwickeln. Und dann glaube ich, wenn wir in der Youth League spielen, mit allen 3 Jahrgängen zusammen, zeichnen wir uns schon aus, dass wir so als eine Mannschaft spielen, so als Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu vielen anderen Mannschaften in der Youth League. Die U19 anno 2019, kein Jahrhundertjahrgang, aber durch ältere Spieler wie Otto Alberico oder Amade entscheidend verstärkt für die kleine Champions League. Man darf auch nicht vergessen, viele Jungs gehen noch in die Schule. Das ist dann schon auch noch was anderes über den Profis. Die müssen dann freitags morgens um 8 Uhr in der Schule sitzen, nachdem wir mittwochs in Charkiw gespielt haben zum Beispiel.
Im Viertelfinale wartet der absolute Kracher. Real Madrid kommt ins Dietmar-Hopp-Stadion. Mit der Erfahrung von dem halben Jahr muss ich sagen, dass es einfach das Spiel, das Training ersetzt, dass sich alle Jungs hervorragend entwickelt haben, die in der Youth League gespielt haben, und dass wir das nicht missen möchten. Marcel Rapp und die jungen Wilden aus Hoffenheim. Oh, ob die Spieler sich hier auch vorbereiten auf die wichtigen News-Partien, das weiß ich nicht. Wage es aber zu bezweifeln, Herr Mack. Ich bin in diesem Spiel einfach so schlecht, muss ich zugeben. Also es steht schon 1-0 für Sie, aber okay, ich halte mich lieber an meine Fragen. Wie viele Spieler wohnen denn eigentlich hier? Im Moment haben wir, glaube ich, 15 Spieler, die aktuell im Haus wohnen, plus die Jungs, die noch in anderen Gebäuden oder bei Gastfamilien untergebracht sind. Später wird den Spielern ja auch viel abgenommen. Was lernen die Spieler denn hier sonst noch so fürs Leben? Na ja, gut, also neben dem Fußball gibt es natürlich auch das normale Leben. Ob das dann Schule ist oder normale Freizeitverhalten. Also da versuchen wir sie schon auch ab und zu mal weg vom Fußball zu bringen, damit sie einfach andere Gedanken haben, um am wahren Leben auch teilnehmen zu können und nicht nur in ihrer Fußballblase zu leben. Ja, verstehe ich. Na, man muss seinen Horizont natürlich auch erweitern. Und es haben ja schon einige ganz berühmte Namen quasi hier gewohnt. Hier sehe ich zum Beispiel Nadim Amiri oder Davy Selke, mittlerweile ja bei Hertha BSC. Und ganz besonders gut, Herr Mack, gefällt mir auch hier oben, Niklas Süle. Gibt es einen Spieler, den Sie begleitet haben, der Sie besonders beeindruckt hat oder wo Sie sagen, der hat eine ganz besondere Entwicklung genommen? Na ja, gut, die von Ihnen eben genannten sind jetzt Spieler, die waren schon vor mir hier. Wen ich jetzt noch näher und länger verfolgt habe, ist Dennis Geiger, der ebenfalls hier im Internat gewohnt hat, auch in der Zeit, als ich schon hier war. Und ich glaube, da hat man sich immer erhofft, dass der Spieler auch letztlich dort landet, und das hat sich dann Gott sei Dank auch bewahrheitet. Aus der Akademie in die Bundesliga und später auch in die große, weite Fußballwelt sind 34 Spieler gezogen. Angefangen mit Matthias Jaissle. 2007 kam er zu den Hoffenheim-Profis. Pascal Groß spielt mittlerweile in England in der Premier League, genauso wie Yannick Westergaard, der ja auch bei Gladbach war. Und Sead Kolasinac ist natürlich auch ein tolles Beispiel für die hervorragende Jugendarbeit der TSG Hoffenheim. Erst vor kurzem hat der Junge aus der Region es in den Profikader geschafft. David Otto aus Pforzheim kommt auf 2 Kurzeinsätze bei den Profis. Ganz frisch bei den Profis dabei ist jetzt Alfons Amade. Einen Bundesliga-Kurzeinsatz hat er vorzuweisen. Und Herr Mack, wir wollen das hier ganz feierlich natürlich begehen und ihn auch mit in die Galerie aufnehmen. Bitte schön. Mit Hammer und Nagel. Nehme ich Ihnen das Bild. Ach, ich muss das machen. Das okay, na gut. Selbst ist die Frau. Kann man sich jetzt hier aber eigentlich auch nur blamieren. So, dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Ist ja auch immer knifflig. Ah, hängt gleich. Super, die ne? Frau hat, wie habe ich den Nagel reingehauen? Ja, genau. Okay, demnächst moderiere ich auch eine Heimwerker-Sendung, aber das nur am Rande. Also sieht doch sehr schön aus. Perfekt. Hoffen wir mal, dass da noch viele Spieler dazukommen. Davon gehen wir aus. Amade und Otto waren ja auch die Stützen mit in der Youth League und sind jetzt bei der U20-Nationalmannschaft unterwegs. Also schon viel geschafft in ihrer jungen Karriere. Ich würde sagen, das ist der Anfang einer noch hoffentlich langen Karriere. Okay, gut, so können wir es auch stehen lassen. Also dann vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Bis bald hoffentlich mal wieder. Und wir schauen jetzt, was die beiden Jungs bei der U20 so angestellt haben. Die mit dem Adler auf der Brust. Natürlich jedes Mal, wenn dann die Hymne vorm Spiel läuft, es ist wieder ein ganz besonderer Moment aufs Neue und da kommt ab und zu schon auch die Gänsehaut wirklich hoch. U20 DFB-Auswahl, Youth League gegen Real Madrid. David Otto und Alfons Amade sammeln jede Menge internationale Erfahrung. Es ist auch klar, dass in der Youth League jetzt nur größere Namen kommen. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir wissen halt um unsere Position, um unsere Qualitäten und wollen jetzt alles auf den Platz bringen. Angekommen in der Bundesliga. David Otto coming on for Ishak Belfodil.
Nagelsmanns Debütant. And it's nice to see from Hoffenheim's perspective another one of their homegrown players. Das ist schon ein besonderer Moment für mich, aber trotzdem ist es jetzt noch nicht alles. Also man möchte da halt noch weitere Spiele drauf folgen lassen und dann halt schauen, dass man sich noch weiterentwickelt. Mit 10 bzw. 13 Jahren sind Amado und Otto in die TSG-Akademie gekommen, die Wiege vieler Karrieren. Das Training von da an hat immer das Beste aus uns rausgeholt. Es wird genau geguckt, okay, wo sind noch Schwächen, die man verbessern muss. Und da waren wir wirklich in guten Händen. Ich glaube, das trägt jetzt eben seine Früchte, dass wir beide heute hier stehen. Nationalspieler made in Hoffenheim. David Otto hat sein Abitur übrigens schon in der Tasche und Alfons Amade ist auf dem besten Weg, sein Fachabitur abzuschließen. Also wie wichtig die schulische Bildung ist, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und damit das auch alles gut klappt, dafür ist Martin Schenk da. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier auch mal kurz reingucken dürfen. Also ich sehe hier hinten graues Mathe, da drüben höre ich ein bisschen Englisch. Was genau passiert hier? Genau, das ist eigentlich der Alltag hier bei uns im Leistungszentrum. Wir versuchen hier in kleinen Gruppen oder in einzelnen Nachhilfe, wie jetzt zum Beispiel Mathematik oder BWL, die Jungs einfach dann auf die bestmögliche Schule vorzubereiten. Und heute ist von Einzelnachhilfe in BWL bis zur Vorbereitung auf das Abitur eigentlich alles vertreten. Das heißt ja auch, es wird eigentlich schon so ein Weg geebnet, denn man muss ja auch ehrlich sein, nicht jeder schafft es dann auch zum Profi. Heißt, inwiefern wird auch der Sinn dafür geschärft, dass man dringend auch einen Plan B braucht im Leben? Ja, so ist es. Wir haben hier dadurch, dass wir drei berufliche Schulen als Kooperationspartner haben, natürlich vielfältige Möglichkeiten, die Jungs auf das Leben später vorzubereiten. Und wir möchten gerne, dass jeder wirklich individuell den bestmöglichen Abschluss macht. Manchmal ist es Realschulabschluss und manchmal auch Abitur, ganz oft auch Fachabitur. Und da versuchen wir unsere Jungs zu unterstützen, damit es nach dem Fußball auch persönlich klappt mit der Karriere. Ja, absolut wichtig. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Es gibt natürlich noch weitere Aktivitäten, die Spieler hier in der Akademie durchlaufen. Und wir haben dabei Eli Elmkis begleitet, der den entscheidenden Elfmeter gegen Dynamo Kiew verwandelt hat, haben wir vorhin gesehen. Und dann streckt den rechten Arm. Akademiealltag mit Eli Elmkis. Von wegen alles nur Fußball. Yoga entspannt Geist und Körper. Das Medientraining mit Akademiesprecher Jan zur Heide ist für den Jungen aus Israel auch Teil der sprachlichen Weiterentwicklung. Mal auf Strategie und von Schwäche würde ich nicht reden. Da können wir einfach mehr verbessern. Keine Standardphrasen lernen, authentisch bleiben. Du strahlst schon viel Selbstvertrauen aus. Auch wenn eine Frage vielleicht mal ein bisschen kritischer ist oder so, da lässt du dich gar nicht beirren. Gaming. Sportpsychologin Katharina Söhnlein schult mit Eli Auffassungsgabe und Handlungsschnelligkeit. Der gesunde Ehrgeiz ist immer mit von der Partie. Letztes Mal hattest du 26.400. Wir lassen die Szene einmal komplett durchlaufen. Du schaust auf deine Besonderheiten und dann gehen wir nochmal ins Detail rein. Ja. Arbeiten wie die Profis. Videoanalyst Matthias Güldner zeigt dem Mittelfeldspieler Fehler, Optionen und Lösungen. Ein Tag in der Akademie. Manchmal bräuchte es mehr als 24 Stunden. Es gibt also viel zu tun für die Spieler, aber wenn sie mal Freizeit haben, dann sind sie natürlich gerne auch auf ihrem Zimmer. Und wir dürfen hier uns mal umschauen bei Mithat, der wohnt nämlich hier. Hallo, schön, Hallo. Dass wir mal in dein Allerheiligstes dürfen. Und mit dabei ist auch Rüdiger Becker, der Sozialpädagoge, Hallo, der den Spielern natürlich auch ganz nahe ist und sie bei allen Wehwehchen begleitet. Und standesgemäß in der Hoffenheim-Bettwäsche. Ist das hier Pflicht oder? Ja, also... Die meisten haben da schon eine Hoffenheim-Bettwäsche, aber wenn die mal gewechselt wird und gerade keine verfügbar ist, glaube ich, nehmen die schon eine andere. Aber andere Vereine sind verboten, oder? Sehen wir nicht so gerne. Okay, verstehe. Hat es also vielleicht schon gegeben? Es geben wollen sie. Für so ein Jungszimmer, würde ich sagen, sieht es ja relativ ordentlich aus. Wird das kontrolliert, dass immer aufgeräumt ist? Es wird ab und an kontrolliert, klar, aber beim Mittag sieht es eigentlich immer so aus. Da okay. Kann man eigentlich immer reingehen. Ja. Heißt, es gibt aber auch andere Zimmer. Gibt auch andere Zimmer, okay. Da müssen wir öfters rein kontrollieren. Gut, da hören wir lieber den Mantel des Schweigens drüber. Und Heimweh, ist das auch manchmal ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem am Anfang war es schon sehr schlimm, aber hier ist alles so familiär, kommt gut zurecht. Auch dank Rüdiger, noch viele andere, die einem auch helfen, ja, wirklich anzukommen.
Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu den Spielern beschreiben? Das werde ich eigentlich oft gefragt. Das ist das, also du bist ja eigentlich kein Elternersatz, das wollen wir auch nicht sein, das sind wir auch gar nicht. Aber du darfst aber nicht so kumpelhaft sein, das ist auch wieder das Schwierige, dass man da so die richtige Balance findet. Und ich sage immer so ein bisschen so ein Zwischending aus Freund, Vater, Eltern und Pädagoge, Erzieher. Ja. Die Mannschaft hat sich ja jetzt fürs Viertelfinale qualifiziert und da wartet ein richtiger Kracher, nämlich Real Madrid. Und wie gut, dass es bei der TSG einen Spieler gibt, der in der Jugend von Real Madrid groß geworden ist, nämlich Adam Szolai. Und er erzählt uns jetzt davon. Ja, damals war ich beim Jugend in Stuttgart nach Madrid gewechselt und eigentlich die Zeit in Madrid hat mir einfach sehr, sehr viel geholfen, darüber, dass ich den Sprung in die Bundesliga geschafft habe. Es war natürlich eine unglaubliche Zeit, wo ich die letzte halbes Jahr mit der ersten Mannschaft oben jeden Tag mittrainieren durfte und dem richtigen ganz großen Stars erleben durfte. Es bleibt eine Zeit in meinen Erinnerungen, wo man immer gern zurückdenke, wenn man mit 19 in so einen großen Verein kommt und so viel Erlebnis hat. Es war einfach unglaublich, mit dem Trikot von Real Madrid jeden Wochenende rauszulaufen und auch wenn es nur die zweite Mannschaft war, einfach die Spiele zu machen, die Tore zu schießen und durch diese Leistung habe ich einfach geschafft, dass ich in dem Mainz, in der Bundesliga spielen durfte. Das wird sicherlich ein ganz heißer Kampf, glaube gegen Real Madrid zu spielen, ob in der Youth League oder später in der Königsklasse, ist sicher immer ein Traum. Was glaubst du, wird die Jungs da erwarten? Ja, also ich glaube schon, dass Real ein guter Gegner ist, aber es waren die anderen auch. Wir haben bis jetzt noch auf keine schlechte Mannschaft getroffen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die auch trotzdem besiegen können, dass wir uns nicht verstecken brauchen, auch wenn es ein großer Name ist. Aber sind wir mittlerweile auch die einzige deutsche Mannschaft, die weitergekommen ist. Eben. Sensationell. Vielen Dank, dass wir hier in deinem ganz intimsten Bereich zu Gast sein dürfen. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute auf dem Weg zurück auf den Platz. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank. Ja, in welcher Bettwäsche Adam Szolai damals geschlafen hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr über ihn erfahren, ganz privat. In TSG Intim. Ich habe eigentlich immer Zlatan Ibrahimovic bewundert. Mittelstürmer, groß. Dann versteht man warum, ja, ich bin auch groß, ich bin auch Mittelstürmer, aber insgesamt seine Fähigkeiten, seine Tore und auch seine Stationen als Fußballer, überall Meister, Führungsperson, ein Wahnsinn-Typ. Mein allererstes Auto, was ich selbst gekauft habe, war ein Opel Astra. Das war sogar eine Opel Astra GTC. Ich habe das damals in Stuttgart gekauft von meinem gesparten Geld. Super Gefühl. Junger Mann, als zwar nach 2-3 Jahren ich in Deutschland gekommen bin und dann könnte ich das Auto leisten, war ich natürlich sehr glücklich. Ich habe mittlerweile 2 Firmen. Die erste habe ich seit 5 Jahren, das ist in der Metallbranche, wo mein Vater ist als Geschäftsführer und die andere ist eine Immobilienfirma, was ich schon seit 2 Jahren habe. Und für mich ist das sehr wichtig, dass ich auch meinen Kopf um andere Dinge beschäftige. Wenn ich Ausland gehe, dann mag ich sehr gern an dem Wasser irgendeine Insel aussuchen, gehe ich sehr gern tauchen. Wenn ich zu Hause, dann sehe ich sehr gerne angeln. Wir haben 80 Kilometer von Budapest an Donau ein Ferienhaus, wo sehr oft mit der Familie hingehen und angeln. Mein schönstes Erlebnis war das Dortmund-Spiel. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja, es ging um Champions League und der Verein hat noch nie in Champions League gespielt und wir waren in 1-0-Führung, dann kriegen wir das 1-1. Ist natürlich dann eine mentale Situation, wo man denkt, oh, was ist, wenn wir das doch nicht schaffen? Und dann, wenn das trotzdem gelingt, ja, dann hat man schon gesehen, was für Emotionen das auslösen kann. Entweder hätte ich vorbeigehen können oder das Lupfer. Und ja, im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich den Lupfer gefehlt habe.
seit 7 Jahren, 8 Jahren besuche ich DJ-Schule regelmäßig. Ich habe zu Hause auch Plattenspieler und spiele ich Musik. Ich mixe sehr viel und wenn ich spiele, dann auf jeden Fall Elektro. Vielleicht zieht er nach seiner aktiven Karriere dann als DJ Adam durch die Clubs. Da halten wir mal die Augen offen. Das war unser Tag hier in der Akademie. Ich finde, das waren sehr interessante Eindrücke, die sich bestens nochmal in der Hoffenheim-Mentalität zusammenfassen lassen. Fußball, Persönlichkeit, Schule. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.